Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Ich habe heute die liebe Magister Liliane Zillner bei mir im Podcast-Interview. Hallo, hallo, es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, danke Frau Magister, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Na, lassen wir das Thema weg. Liliane, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Oh je, jetzt habe ich Angst. Und zwar versetze dich bitte mal in die Situation hinein. Du bist auf einer Abendveranstaltung. Netzwerk-Event oder mit Freunden einfach am Abend was trinken. Oder? Und ihr kommt mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit sagen diese Personen, Liliane, spannende Persönlichkeit, cooles Mindset, aber was machst du den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau? Was machst du den ganzen Tag? Ich meine, es ist eher die Frage so, wie schaffst du all das an einem Tag zu machen? Also ich meine, mir erstens immer viel zu viel vor. Deswegen rede ich vielleicht auch immer zu schnell. Okay. Ja, dann werde ich nie fertig mit allen Sachen. Naja, ich studiere Medizin, das heißt, ich muss mich an mein Studium halten. In welchem Semester dann, bist du? Ich bin jetzt im dritten Jahr. Okay. Dann habe ich immer wieder natürlich Aufträge für ein TV-Feed, aber auch für Netflix. Also ich bin ja ausgebildete Schauspielerin und habe beim Max Rana Seminar studiert. Ja. Und muss mich da dann entweder vorbereiten, habe ein Casting oder werde eingeflogen und drehe. Okay, geil. Und der Ring ist gerade gesperrt in Wien und ich fahre mit einem Auto für eine Stuntszene über die Donaubrücke, heißt sie, glaube ich. Ja, eine der Donaukanalbrücken. Genau, dann habe ich auch noch ein eigenes Unternehmen, mit dem wir quasi einen innovativen Herzkongress entwickelt haben, gemeinsam mit der MedUni Wien, also im Besonderen mit der Abteilung Herzchirurgie. Der ist hat dieses Jahr quasi das erste Mal stattgefunden und wird nächstes Jahr in noch größerer Blüte wieder erstehen oder sich fortsetzen. Okay. Und ja, ab und zu esse ich auch was und ich trinke viel Kaffee. Okay, okay. Und ich muss natürlich auch netzwerken und die wichtigen Personen in meinem privaten Bereich da die Kontakte aufrechterhalten. Habe ich was vergessen? Naja, das ist eh für 24 Stunden soll ich eh noch schon mehr genug, machen? Oder? Ja, das passt eh schon, das passt eh schon. Aber man hat... Und ab und zu mache ich auch Podcasts. Okay, so wie heute zum Beispiel. Und ich bin vielleicht ein bisschen vorlaut manchmal. Das passt schon. Jetzt, das hört sich sehr ambitioniert an und sehr immer auf Vollgas. Ich habe natürlich hochprofessionell recherchiert und ich habe herausgefunden, dass... Das habe ich mir auch erwartet. Also ich wäre sofort aufgestanden und wieder gegangen. Ich habe herausgefunden, dass du mit 16 oberbayerische Kickbox-Weltmeisterin? Nein, nicht Meisterin. Oberbayerische Kickbox-Meisterin. Okay. Wie bist du zum Kickboxen gekommen und welchen Stellenwert hat Sport in deinem Leben? Sport finde ich sehr wichtig. Ich muss mich ja oft auch auf sportliche Rollen vorbereiten. Da habe ich immer neue Herausforderungen. Da habe ich schon mal Kitesurfen gelernt, aber auch Boxen. Zum Beispiel für die Soko Leipzig habe ich gerade auch gedreht als Boxtrainerin quasi meine Rolle. Mehr darf ich noch nicht verraten. Und auch, ja, Top Secret Gangster alles. Gangster-Style und Boxen. Okay. Genau. Und als ich klein war mit 12, ich habe einfach, glaube ich, einen herausfordernden Sport gesucht. Und dann beim Kraftsport kommst du ziemlich schnell an deine Grenzen. Es hat auch viel mit Partnering zu tun oder auch irgendwie mit einer gewissen mentalen Fitness. Das finde ich spannend. Das geht viel ums Durchhalten und vielleicht auch so ein bisschen, ja, so ein männlicher Sport. Okay. Und irgendwie die Herausforderungen waren toll. Und ich habe mich als nicht so sehr unbegabt empfunden, deswegen war ich dann motiviert. Und genau, habe damals eben begonnen, noch in Salzburg, Bayern zu trainieren und dann habe ich ein paar Wettkämpfe gemacht. Genau, war dann relativ erfolgreich und dann gab es einen legendären Kampf, da wurde ich quasi aufgestuft, weil ich eben noch relativ jung war und das irgendwie, dann war ich plötzlich in der Frauen quasi Kategorie. Geht auch immer nach Gewichtsklassen, oder? Genau, oder und da war ich quasi anders bei den Erwachsenen als 15-Jährige und hab dann, das war irgendwie mein zweiter Kampf. Meine Mom durfte das erste Mal zuschauen und im Finale war ich dann irgendwie gegen die Österreichmeisterin und die bin natürlich komplett vermöbelt. Ich hatte keine Chance. Das sieht die Mama gerne. Vor allem, weil das so ein richtig krass Ring mit diesen quasi Lichtern, du wirst doch deswegen extrem müde, weil die so heiß sind. Das heißt, boah. Und ich dachte mir nur, egal was kommt, ich gebe nicht auf. Und dann, das war ein großes Drama in meinem Leben, hat irgendwie mein Boxtrainer animiert von meiner Mom für mich das weiße Handtuch geschmissen. Das war ganz schlimm. Okay. Wobei ich muss sagen, ich meine, vielleicht wäre ich auch froh, im Nachhinein weiß es nicht, wie sehr ich noch vermöbelt worden wäre. Vielleicht, ja. Das war tragisch. Was sonst finde ich immer nicht aufgeben, wenn es das wert ist. Also klar, manchmal ist es auch klug, Das ist wirklich schwierig, weil eben, es ist wirklich, glaube ich, schwer, weil man quasi sagt, man sollte in eine andere Richtung umsteigen, weil es einfach klüger ist, weil man gesehen hat, okay, es ist halt nicht so oder man kommt nicht weiter.
Das ist schwer. Na, jetzt gleich meine nächste Frage. Du bist ja Unternehmerin. Ich unternehme. Du unternimmst. Jetzt warst du ja nicht von klein auf Unternehmerin, sondern es war ja alles eine Entwicklung, ein Prozess. Gab es auch schon mal ein Unternehmen, wo du die Entscheidung treffen musstest, okay, nein, jetzt Ende? So wie vorher, dass man jetzt mal aufgeben Ende, muss? Naja, so ein bisschen Ende vielleicht in der Filmwelt. Ich meine, ich bin ja nach wie vor engagiert, aber ich habe mich schon irgendwie aktiver zum Beispiel gegen das Theater entschieden. Warum? Weil ich die literarischen Ansprüche, die ich da mit 16 hatte, die habe ich nicht erfüllt gesehen. Okay. Und ich hatte einfach, der Film war dann, finde ich, auch spannender, weil du quasi bereitest dich selbstständiger vor, das entspricht mir mehr. Und ich finde das auch irgendwo teilweise schwierig, auch wenn viele immer sagen, Theater ist das eigentliche, die eigentliche Challenge. Klar, du hast besondere Texte, aber im Film hast du ja viel mehr dieses, die Kamera ist näher, du musst viel echter sein, du musst quasi die Rolle wirklich leben, oder? Genau, oder? Und das ist ja das Spannende am Schauspiel, das, was du eigentlich zeigen willst, kannst du nie, du kannst quasi immer nur den Frame basteln, aber du kannst es nie wollen. Also gerade diese Gefühle, Emotionen, du kannst dich quasi vorbereiten und dann musst du dich eigentlich fallen lassen. Ja. Um ja, das entstehen zu lassen, was du haben willst, was es so spannend macht. Ja, jetzt sind wir irgendwo gelandet. Das was Nein, aber unternehmerisch, also dass du... Wo ich entscheiden muss, ja, also da zum Beispiel, ich habe zweimal mein Drehbuch geschrieben. Es ist zwar jetzt wieder, es läuft ein Drehbuch so nebenbei mit, aber da habe ich auch gesehen, dass man halt, dass mir die Komponente an quasi Glücksfaktor oder Energie, die du irgendwo reinstecken musst und was tatsächlich dann rauskommt, das hat für mich nicht mehr so viel Sinn gemacht. Okay. Weil ich halt auch jemand bin, der macht oder die Dinge gerne selbst in die Hand nimmt. Und es gibt sicher Bereiche, da bist du mehr von ja, anderen abhängig oder mehr in so einem Strudel von ja, irgendwas. Bei uns in der Filmwelt ist es ja so, dass das meiste Geld vom Staat auch kommt. Das heißt, es geht auch viel mehr um ja, Netzwerke, wer spielt was und weniger darum, wie gut das Skript ist. Ja, es ist schwierig. Wirklich? Ist echt? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, das war ja, was man darf man sagen, was darf man nicht sagen. Es ist auf jeden Fall schwierig in der Kunst, weil man einfach sagen kann, du kannst es ja gar nicht bewerten. Oder ich hätte auch das Gefühl, vielleicht wird meine Geschichte es nicht so interessant empfunden, weil sie eine Frau geschrieben hat. Und oft die es dann lesen, Männer sind oder Produzenten. Ja. Das ist dann eher herausfordernd, ja. Aber mal schauen. Ich meine, es ist eigentlich noch nicht, das kann man immer wieder dann, ja, mal schauen, es läuft weiter und vielleicht wird es doch irgendwann was. Und bei dem Kongressgeschichte war es immer andersrum, dass ich mir eigentlich klar war, wir machen das, was man, finde ich, als Unternehmer auch irgendwie verkörpern muss, gerade am Anfang. Ja. Weil du hast eine Idee und die Idee, und die Idee ist genial, aber du siehst ja quasi schon alles und die anderen, die müssen ja erstmal anfangen, das auch zu sehen. Ja, voll. Aber warum glaubst du, ist das jetzt so in unserer Gesellschaft, so, ja, jeder will selbstständig werden und jeder hat so viele Ideen, aber die wenigsten setzen um. Warum ist das so, glaubst du? Warum? Einerseits, warum will jeder selbstständig werden? Naja, vielleicht, wenn man so vorgelebt bekommt, quasi in der heutigen Zeit, du brauchst nur eine coole Idee und schon bist du Milliardär. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Ja, und quasi, du bist ja blöd oder es geht nur um Kontakte und du bist ja blöd, wenn du was lernst. Ja. Finde ich aber auch schwierig, weil nur Kontakte, ja. Ich meine, okay, kommt davon, was man im Leben will. Wenn man jetzt unbedingt reich sein will, ich wollte halt auch immer irgendwie was lernen oder was verstehen. Also deswegen ist Medizin ja auch so faszinierend. Und warum machen es die wenigsten? Naja, du musst es halt einfach tun. Also du musst wahnsinnig diszipliniert sein. Und das ist, glaube ich, so der goldene Schlüssel fast überall. Egal, ob du jetzt Medizin studierst oder, ja, und da gibt es ja die Durchwurstler. Und ja, ich meine, als Unternehmer ist vielleicht, man darf vielleicht nicht zu perfektionistisch sein, weil sonst kommt man auch nicht weiter. Du musst irgendwie mit das Chaos regieren. Ja. Genau, du musst trotzdem aber durchhalten und immer wieder irgendwie klar sein, du willst das jetzt. Und dich aufraffen jedes Mal, oder? Nach Fortschlägen. Aber das Tolle ist, dass du hast auch Erfolgserlebnisse, weil das kommen von irgendwo irgendwelche Hindernisse, die musst du dann überwinden, dann musst du 10 Strategien gleichzeitig finden. Aber genießt du deine Erfolge und wenn du mal ein Ziel erreichst? Oder bist du dann schon wieder 10 Schritte voraus? Ich bin dann wahrscheinlich schon wieder beim nächsten und schau böse. Das muss ich auch abtrainieren, weil ich. Schaust du so böse, echt? Ja, das glaubt man jetzt nicht, gell? Nein, eigentlich ist es ein sehr witziges Gespräch eigentlich. Aber schaust du so oder ist es. Naja, ich glaube, einer meiner größten, wie sagt man da, ich bin ungeduldig. Wirklich? Und ich bin natürlich, du bist dann ja auf Resultat fixiert quasi als Unternehmer, während andere, vielleicht deine Mitarbeiter, eher so den Flow genießen wollen. Ja, voll. Ja, kenne ich, ja. Und muss ich vielleicht ein bisschen damit daran üben, dass ich da nicht immer so böse schaue. Ich mir denke, wir müssen aber eigentlich schon den übernächsten Punkt abgehandelt haben jetzt. Okay. Ja.
Das passt jetzt auch vielleicht ganz gut dazu. Du hast im Kurier mal ein Interview gegeben und da ging es um dein Lebensmotto. Lassen wir das wieder mit Lebensmotto ausgeklammert, aber ums Scheitern ging es da. Wie denkst du über das Scheitern? Wie gehst du damit um, wenn du mal ein Ziel nicht erreichst? Und was? Da können wir jetzt, glaube ich, ewig drüber reden. Nein, aber was kannst du vor allem gerade jungen Leuten mit auf den Weg geben, die vielleicht Angst haben vom Scheitern? Hast du Angst gehabt vom Scheitern? Ich meine, das habe ich vorher. Natürlich, ich meine, Scheitern ist nie angenehm. Es ist peinlich, es tut weh, man verliert irgendwas. Ja. Wie in der Liebe, da kann man auch scheitern. Das stimmt. Genau, aber natürlich, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, das ist so dieses Dings. Aber das stimmt schon, sobald man etwas möchte, finde ich, hat man immer irgendwie auch automatisch Angst oder Angst vom Scheitern, weil dann hat das ja schon einen Wert, weil ich will das ja erreichen. Und das eine Bedeutung für einen, ne? Genau, deswegen ist es eigentlich ein Indikator, genau das sollte ich tun. Mhm. Weil, wenn ich vor was Angst habe, dann, ich meine, okay, vielleicht ist nicht vom Horus unterspringen, bunched, egal, sonst normalerweise ist es, finde ich, eigentlich auch ein guter Indikator. Eben so, okay, vielleicht will ich genau das, weil deswegen habe ich Angst. Und ja, ich meine, ich glaube, jeder, der irgendwas erreicht hat, wird wahrscheinlich tausende Dinge sagen oder erzählen können, wo er Fehler gemacht hat. Ja. Das heißt, wenn man irgendwo hinkommen will, muss man sowieso damit rechnen. Und ich finde es dann spannend ja auch. Ich meine, wenn man ehrlich ist, als Schauspieler, egal wie viele Castings du machst, du kannst schon mal, eigentlich ist so 80% Absagen eh normal. Das heißt, wirklich? Ja, mindestens. Oder dass du überhaupt irgendwie eine Anfrage kriegst. Und das kann ja eigentlich auch entspannen, weil dann weiß man so, okay, es liegt eben nicht an mir oder ich kann halt das in meiner Macht Stehende tun. Und das ist halt einfach quasi die Quote. Und manchmal hast du Glück und manchmal weniger. Und ja, als Unternehmer ist ja ähnlich, das ist vielleicht noch mehr, das ist mehr in der Hand, aber das ist trotzdem. Und halt immer diese Lern-Attitude ist, glaube ich, wichtig. Eher so das als Chance zu sehen, okay, wenn ich gerade irgendwas nicht kann, dann weiß ich genau, okay, cool, das kann ich jetzt lernen. Mhm. Weil oft ist es ja auch schwierig, erstmal herauszufinden, was soll ich denn lernen? Was soll ich denn als Unternehmer lernen? Entschuldigung. Da kommt's, na alles gut. Da hake ich gerne an. Wir haben es vorher kurz über das Reflektieren gelernt. Gesprochen. Und du hast mir gesagt, dass du der Meinung bist, dass wir als Gesellschaft oder als Generation jetzt sehr reflektiert sind. Genau. Wie kommst du dazu? Ich würde uns jetzt, oder ich meine, ich bin schon ein bisschen älter wahrscheinlich, aber ich würde uns das... Ich bin 24. Ich sage mein Alter jetzt nicht. Das war's schon. Man kann es nachschauen, auf Wikipedia steht ein anderes wie auf meiner Schauspielagentur-Seite. Ich werde es nicht sagen, welches stimmt. Aber das Jüngere wahrscheinlich. Das war die Frage. Übers Reflektieren. Genau, ich habe behauptet, unsere Generation hat sehr gut gelernt zu reflektieren, auch zu kommunizieren. Ich meine, dieser Anstoß von Freud damals, dass man eben über sich nachdenkt, dass man die Psychologie in dem Sinne auch ernst nimmt oder auch über die Vergangenheit oder über Beziehungen reflektiert. Ich finde das gut. Ich finde aber manchmal ist es auch schon ein bisschen übertrieben, weil manchmal geht es eben darum zu tun und nicht nur zu reflektieren. Ja. Weil reflektieren kann dann auch in so eine Art der Denkprozess so eine Spirale oder versetzen, genau, wo es nichts weitergeht. Genau, eine depressive Stimmung, genau, wo einfach nichts passiert. Mhm. Wo man dann mehr oder weniger the zone of procrastination entert und nicht weiterkommt. Und das ist dann gefährlich, ne? Weil dann geht nichts weiter. Ja, oder gerade auch in einer depressiven Phase ist es ja oft so, dass die Leute überreflektiert sind. Ja. Und dann ist es oft, finde ich meine, besser eher was mit dem Körper zu machen, zum Beispiel Sport. Ja. Das hilft immer. Ja, ja, vor allem, ich mache 5-mal die Woche Sport und mir hilft halt Sport. Ja, voll. Und mir hilft halt der Sport einfach, also während den Sporteinheiten denke ich halt auch mal an nichts, was auch mal angenehm ist, oder? Du bist ich habe da immer 1000 Ideen. Wirklich? Aber okay, es kommt davon, was du machst wahrscheinlich. Ja, am Laufband habe ich dann immer schon die nächsten 10 Projekte. Ja, fühle ich. Und Nietzsche zum Beispiel, ein Philosoph, hat nur im Gehen geschrieben und gedacht, weil da kann er besser denken. Im Gehen schreiben. Ja. Das ist ja schon so langsam gegangen, ne? Wäre wahrscheinlich heute praktisch schon mit Diktierfunktion und so. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Wovor hast du Angst? Warte mal, die Frage war noch nicht beendet. Okay, genau, dass man als Generation auch quasi tun sollte, nicht nur reflektieren. Ja. Ja, wie reflektierst du? Schreibst du viel auf? Oder, genau, oder ich wollte vielleicht noch hinzusetzen. Als Schauspieler ist es halt spannend, weil du quasi ja, was vielleicht andere nicht haben, in dieses Erleben kommst. Mhm. Und selbst am Anfang, wenn du eine Szene quasi
die ultimative Darstellung findest, ist es oft viel besser, das auszuprobieren, ja, weil dann quasi diese ganzen unbewussten Dinge auftauchen, die dir sonst so verborgen sind. Ja. Weil genau da kommst du ja nicht hin. Ja. Oder oft ist ja so, alle anderen sehen es, nur du selber bist blind für deine Situation. Betriebsblind. Und, genau, betriebsblind. Und da hat man vielleicht echt so diesen großen Vorteil als Schauspieler, dir passieren dann, ja, die, also du spielst eine Szene, eine Situation, die sich von dem realen Leben unterscheidet und dir poppen dann Sachen auf, du erlebst dann plötzlich Dinge oder erlebst, überrascht dich selbst und dadurch lernst du irgendwie viel. Mhm. Und auch, wie du, glaube ich, andere Menschen einschätzen kannst, wie du das Unbewusste herauslesen kannst, weil zum Beispiel, letzter Satz. Alles gut. Ich wollte noch was einhaken. Bitte. Ja, bitte. Das heißt, Schauspiel hat dir geholfen, auch über deine Persönlichkeit im Klaren zu werden und welche Werte dir wichtig sind? Würdest du das so sagen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Auf vielen Ebenen natürlich. Einerseits durch die tolle Literatur, die man liest. Alles, was dich erweitert in deiner Perspektive, glaube ich, ist gut. Und ja, eben natürlich auch durch dieses indirekte Erleben. Oder du wirst eigentlich automatisch geheilt dadurch auch, glaube ich. Oder ja, du bist eher nicht flexibel, weil du spielst die Situation dann durch und merkst dann immer, okay, ich kann nach links, rechts, vorne, hinten gehen. Und das, was quasi ein normaler Prozess des Erwachsenwerdens sein sollte, quasi diese Flexibilität zu erreichen, also vielleicht der Schauspieler ein bisschen schneller. Oder vielleicht Leute, die da mehr zu lernen haben, je nachdem, mit welchen Mustern du quasi, welche Muster du gelernt hast von zu Hause, weil du kommst, macht man da vielleicht schneller das Fortschritte. Das mal zu hinterfragen, oder? Diese Glaubenssätze, die man da so eingebläut bekommt, ja, du musst studieren und du musst mit 30 Kindern haben und diese ganzen Sachen, oder? Mit 30 Kinder, okay. Nein, aber das sind so, also so in der Gesellschaft, oder? Ja, Haus, Kinder, Hund, total, was auch immer. Total, aber gar nicht nur diese quasi wirklich Glaubenssätze, sondern wirklich in der Situation selbst emotional lernen. Krass, ich kann jetzt, weil oft, ich meine, es ist ja, ich weiß gar nicht, welche Teil unseres Gehirns sollte ich jetzt wissen, das Kleinhirn wahrscheinlich. Du baust ja auch Automatismen auf, was du ja musst, weil du kannst nicht in jeder kannst ja nicht in jeder Sekunde über alles die Gedanken machen. Klar. Das heißt, du musst die Dinge quasi auf Autoplay abspeichern. Aber du hast vielleicht Autoplay-Sachen drin, die sind schädlich, die sind schlecht. Ja. Und genau da kommst du, finde ich, so schnell hin mit dem Schauspiel. Ja. Weil du quasi durchlebst die Situation, schaust dir dann an, okay, wie kann ich es anders spielen? Und da baust du dann, wie du kannst, deinen Körper quasi dehnst beim Sport, dehnst du irgendwie deinen Geist. Und das kann man sich ja sicher von verschiedenen Bereichen holen, aber in dem Fall ist man da schnell, kommt man da schnell weiter. Genau. Wovor hast du Angst? Hast du Angst, alles zu verlieren? Alles. Ja, was wäre alles? Alles, was du dir aufgebaut hast. Oder bist du dir so sicher, dass du dir das in kürzester Zeit selber wieder aufbauen könntest, weil du das Wissen hast? Nein, das Wissen habe. Naja, ich würde gern noch länger leben. Ja, das ist schon recht so, das passt schon. Das ist schon richtig so. Ich glaube, mir wäre das Wichtigste, dass ich immer eine Chance habe, irgendwie zu lernen und weiterzukommen. Also das ist so, glaube ich, mein Basic Need. Also könnte man ja von diesen großen Werten, bei anderen ist es vielleicht Liebe oder bei dir ist stetiges Lernen, Power. Stetige Weiterentwicklung. Ja, ich meine, das ist natürlich auch pauschal, weil jeder oder der gesunde Mensch will sich weiterentwickeln. Aber logisch, vielleicht hat man doch unterschiedliche, quasi, was da bei wem überwiegt. Und das fragt man sich zum Beispiel auch immer, wenn man jetzt sein Drehbuch liest und seine Rolle quasi definieren möchte, fragt man sich am Anfang, was ist so das Overall Objective, das vielleicht auch unbewusst eben sein kann, weil das Schauspiel muss immer das Unbewusste verstehen, um es dann quasi sichtbar zu machen. Und ja, da glaube ich, war es bei mir das Lernen. Deswegen auch Medizin oder ein Berufsfeld oder Aufgaben, wo ich weiß, ich darf deinen lernen. Beitrag geben oder lernen, ja. Vorletzte Frage an dich. Was bedeutet Erfolg für dich? Bist du schon müde? Nein. Willst du mich schon nach Hause schicken? Nein, gar nicht. Aber was bedeutet für dich Erfolg? Ist es viel Cash, viel... Ja, nein. Naja, klar, irgendwie misst sich's monetär, weil das heißt, Leute wollen das haben. Logisch. Es ist eine Mischung. Zum Beispiel beim Film würde ich sagen, ich will, dass meine Sachen viele Menschen sehen. Das ist schön, weil du wirst ja viele erreichen. Aber inspirieren damit oder bewegen. Ja. Aber natürlich wirst du auch die richtige Rolle spielen oder im richtigen Projekt dabei sein. Also es ist immer so eine Mischung aus idealistischem Wert, ideellem Wert und vielleicht auch ja eben Reichweite in dem Fall. Also Theater, wenn ich mir vorstelle, ich bin in einem kleinen Theater und ich spiele das geniale Stück, aber sehen genau 5 Leute, fände ich es nicht zum Prickeln. Also hätte ich lieber ein Stück, das vielleicht... Ja, nicht ganz so geniales, ja, oder was ich mir halt denke, was nicht so genial ist, aber dafür kommt es an. Weil man will ja auch für andere was machen. Also ich bin jetzt nicht die Person, die sich denkt, nur für mich, keine Ahnung,
mache ich jetzt meine Kunst. Das ist ja oft so dieser Künstler, finde ich. Ja. Und naja, auch als Unternehmer zum Beispiel ein Team aufzubauen und denen einen Platz im Leben zu geben, das wäre natürlich genial. Also du sagst, da fühlen sich alle wohl, da hat jeder eine Aufgabe, die findet er cool. Ich meine nicht nur, es gibt immer Vatersachen auch. Aber so eine kleine Welt zu schaffen in so ein Projekt, das für quasi die Entwicklungsfläche, oder? Entwicklungs für Leute, ja. Also ich finde das Allerschönste ist, wenn du einfach anderen Leuten diese Sicherheit geben kannst oder dieses sichere Umfeld, wo sie ihre Leidenschaft ausüben können. Weil du als Selbstständiger oder als Unternehmer hast halt schon immer, also es kann ja jederzeit irgendwas wegbrechen, oder? Das ist schon immer ein bisschen Risiko, aber ich glaube, das Schönste ist, wenn du anderen Menschen ermöglichen kannst, dass sie ihre Leidenschaft nachgehen können in einem geschützten, in einem Angestelltenverhältnis. Ja, oder dass du quasi den richtigen Framework schaffst, damit ein Projekt blüht. Und das stimmt ja doch, egal an was man denkt, egal ob im Film oder in der Medizin oder als Unternehmer, das sind immer, ist immer das Team. Genau. Das ist die Basis, das Fundament von allem. Ja. Abschließende Frage an dich, Liliane. Ah ja, ich wollte noch über meinen Herzkongress erzählen. Ja, da kommen wir noch dazu. Keine Sorge. Keine Sorge. Wofür stehst du oder wofür willst du stehen? Kannst du aussuchen. Wofür will ich stehen? Durchhaltevermögen. Okay. Fairness. Auf jeden Fall Fairness. Und ja, Menschlichkeit, Wärme, jemand, der in der Notsituation auftaucht. Das ist vielleicht auch mein Verhängnis. Weil immer dann, wenn alle quasi das Signal schief verlassen, glaube ich, ich muss es jetzt retten. Aber mal schauen. Das passt schon. Solche Leute braucht es. Jetzt kommen wir noch zu deinem Herzensprojekt, sage ich jetzt mal, im wahrsten Sinne des Wortes. Herzkongress, du hast gesagt, 2023 findet er auch wieder statt. 30. Das war das Programm vom letzten Jahr. Genau, das Konzept ist quasi einzigartig. Also erstens ist es mal ein Hearts Congress mit Art. Ist auch alles in den Shownotes unten verlinkt. Alle Social Media Links zu Liliane und natürlich zum unserer Homepage, genau, www.heartsvienna.com. Genau. Und wir haben zum ersten Mal quasi verbunden einen Fachkongress für Experten, für eben wirklich Ärzte, genau, Mediziner, Kardiologen, Chirurgen, mit einer Art Charity Gala zugunsten von Ärzten ohne Grenzen. Okay. Finde ich auch wichtig, weil es eine tolle Organisation ist. Und ich finde, es gibt in Österreich noch nicht wirklich jetzt ein Event, das dafür quasi breitflächig Aufmerksamkeit schafft. Und innerhalb dieser Art Charity Gala gab es eben auch die Künste, ich meine, habe ich schon gesagt, Art Charity. Und da hatten wir eben Sänger von der Staatsoper, den Angelo Pollack, die Juliette Khalil von der Volksoper war da, aber auch bildende Künste zum Beispiel ausgestellt. Das war quasi wirklich eine Vermischung. Wissenschaft trifft Kunst. Und am zweiten Tag gab es auch ein Programm für die Öffentlichkeit als Antwort auf die Pandemie, dass wir sagen, wir möchten gerne den Dialog fördern zwischen eben den Ärzten und der Bevölkerung. Und das Ganze hat eben stattgefunden zum ersten Mal. Im kleinen Haus der Kunst. Gratulation. Es war ein sehr großer Erfolg. Es waren alle sehr begeistert. Und vor allem das Konzept ist eigentlich total aufgegangen. Weil es war dieses, was ich vorher gemeint habe, mit du hast eine Idee, du stellst dir das vor und alle anderen sind irgendwie noch... Das geht nicht aus. Jetzt wissen nicht genau, was du meinst. Und deswegen haben wir auch ein kleines Recap-Video, das kann ich gerne auch verlinken. Das machen wir auf jeden Fall. Und es geht jetzt eben in die nächste Runde nächstes Jahr. Es ist ziemlich sicher, dass es am 1. und 2. September stattfinden wird im Interconti. Die kooperieren auch mit uns. Also Noble, sehr fein. Und vorab kleinere Events in Form einer Leaders Routine. Okay. Für Ärzte, aber auch Unternehmer, wo es irgendwie auch ein bisschen um Netzwerken geht, dass man quasi so einen einerseits intellektuellen Input bekommt durch eben verschiedene Speeches und Diskussionen. Da hatten wir jetzt ja auch. Und auch ein kleines Art-Programm, also quasi Inspiration auf allen Seiten. Cool. Sehr schön. Da bin ich gespannt. Schaue ich auf jeden Fall, muss ich mal blocken. Erst am 2. September 2023. Bin ja dabei. Liliane, danke für deine Zeit. Wie gesagt, alle Links zu Liliane findet ihr unten in den Shownotes. Und Liliane, ich wünsche dir einen super schönen Tag noch. Ja, danke. Dir ein super schönes Jahr. Christmas, New Year, alles. Danke. Ciao, ciao.